Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, leider ist ja letzte Woche ausgefallen, dadurch, dass ich leider erkrankt war. Ja, doch, die ganze Zeit eigentlich im Bett gelegen bin und nicht wirklich rauskam. Deswegen bin ich leider erst diese Woche wieder da, aber was soll man machen? So, als erste Aufgabe heute tue ich noch einen Tipp auf jeden Fall umsetzen. Und zwar, wir deaktivieren hier die zweite Linie. Das ist schon mal sehr praktisch. So. Wir haben jetzt dann gleich hoffentlich die Wasseraufbereitung erforscht. Was brauche ich denn dafür? Abwasser plus Sand macht... Und Chlor. Und Chlor. Okay. Okay. Chlor. Wo kriege ich Chlor her? Ich muss jetzt hier viel überlegen, wie wir hier weiter verfahren. Aus Sohle mache ich Chlor. Daraus mache ich Chlor, okay. Aber ich produziere hier nirgends aktuell geplant Sohle, kann das sein? Ich habe jetzt die Zeit auch ein bisschen reduziert, weil wir haben hier sehr einen hohen Stau an Abwasser. Dass das hier sogar zu Problemen führt. Bedeutet, ich muss jetzt schauen, wie ich hier vorgehe. Ich habe jetzt mal die Zeit reduziert, einfach damit wir ein bisschen mehr haben. Ich werde jetzt diese Woche nicht so viel überarbeiten oder an die Tipps zum Beispiel von Rowan gehen oder Row Service. Einfach weil ich immer noch der hinterherlege von der Krankheit. Aber immerhin wieder was machen kann und das ist schon mal für mich sehr, sehr positiv. Und deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt diese Woche oder auch vielleicht die nächste Woche, ich weiß nicht, wie lange das mir hinterherhängt, die eineinhalb Wochen, die ich jetzt nur im Bett lag, waren eine Katastrophe. Ich sag's euch, also ich habe mich echt teilweise nicht bewegen können. Ich habe mich fahren lassen müssen zum Arzt, weil es mir so schlecht ging und ich echt Angst hatte, Auto zu fahren. Also es war richtig uncool. Ich hatte lange, oder ich kann mich nicht wirklich erinnern zu einem Zeitpunkt, wo es mir so schlecht ging, vom körperlichen und geistlichen dann auch her dazu. Also das kam mir dann dazu am Ende noch, dass der Kopf einfach gesagt hat, nee, danke. Das zieht schon dann ordentlich rein und ja, das muss man auf jeden Fall in dem Fall leider mitberechnen. Habe ich mir nicht gedacht gehabt, dass das mich so treffen würde. Arsch, hier kann ich Sohle draus machen. Na, sieh das, Alina, aber es braucht 60 Sekunden für 48. Okay, und wenn ich jetzt hier unter Wasseraufbereitung gehe. Ah, nee, warte mal, ich muss das erstmal umwandeln. Giftiger Schlamm, what? So, okay. Ja, auf jeden Fall habe ich mich lange nicht mehr so fertig gefühlt. Ich bin auch morgen wieder arbeiten, endlich mal zum Glück. Also, bin froh, wieder arbeiten gehen zu dürfen. Das gleich sagen wenige Leute irgendwie. Aber für mich ist es echt eine Erleichterung, wieder arbeiten gehen zu können, einfach weil ich weiß, ich kann wieder was tun. Weil ich habe diese Meinung, wenn ich nicht arbeiten gehen kann, kann ich den Rest auch nicht machen. Also, beziehungsweise derzeit ist eine Erholung anzusagen. Und bedeutet für mich jetzt, dadurch, dass ich morgen wieder arbeiten gehe, dieses Wochenende relativ gut rumgebracht habe, auch ohne Schmerzmittel, bin ich der Meinung, dass ich auch wieder jetzt aufnehmen kann für euch. Ich hoffe einfach, dass jetzt mir nicht ein Backlash dann morgen gibt, irgendwie oder die Tage. Wenn das wäre, wäre ich so sauer, weil ich habe jetzt Weihnachten schon nicht wirklich feiern können. War für mich relativ ein depressiver Zeitpunkt, muss man sagen, weil Weihnachten natürlich nicht wirklich feiern zu können, beziehungsweise sich nicht mehr darauf zu freuen, mag schon was heißen. Und ich hoffe einfach wenigstens, dass ich Neujahr jetzt dann mit der Familie feiern kann. Wenn nicht, wäre das eine Katastrophe. Ich sag's euch, es wäre für mich eine pure Katastrophe. So, okay, aber zurück zum Game. Wir haben auf jeden Fall wieder Wartung, die reinkommt.
Bedeutet, ich denke, sobald alles gut läuft, wird es hier auch wieder einen Backlash geben. Ich sehe auch schon hier, dass es sich jetzt wieder anstaut. Finde ich mega gut. So. Ich war aber gerade hier in so Elektrolysegerät. Wo ist denn das jetzt wieder? So, hier. Ich brauche 36 Sole für 24 Chlor. Ich werde eine volle Klone Überproduktion haben. Also wenn ich es mache, dann muss ich so oder so hier drin vornehmen. Bedeutet, ich würde das Kabel gegen... Ja, das ist jetzt einfach blöd. Also wie gesagt, das ist jetzt die Überlegung. Wenn ich es mache, dann müsste ich es hier machen. Oder hier drüben irgendwo. Wie groß ist denn überhaupt die... Also diese Elektrolyse-Ding da ist nicht groß. Okay, das ist schon mal gut. Wie groß ist diese Gäranlage? Okay, die hat schon ein bisschen Größe. Die hat ein bisschen Größe. Was kommt denn da alles rein? Wasser geht raus. Da kommt Chlor rein und Sand. Bedeutet, wir brauchen eh einen Sandanschluss auch. Wir brauchen einen eigenen Sandtank. Habe ich hier einen Sandbagger noch aktuell? Ich glaube nicht mal, ne? Bedeutet, die Anlage müsste hier hin. Dann könnte ich den Chlor vorne dran bauen. Und dann tue ich hier die Leitung umbauen in eine Frischwasser- oder Anschlusswasser-Anlage. Das ist alles gerade ein bisschen blöd. Denn, wie es ausschaut, ist das hier eine fette Überproduktion schon fast. Oder wir tun jetzt einfach, vielleicht können wir, ich weiß nicht, was hat denn das für ein Durchsatz? Ich überlege gerade, ob vielleicht einfach der Durchsatz hier nicht hoch genug ist. Es macht 60, also pro Sekunde 1, 60 pro Sekunde. Wie viel kommt hier raus? Produziert im letzten Monat 60 von 60. Gesamte Siedlungsproduktion 67, okay. In 60 Sekunden bedeutet, wir sind schon drüber. Wenn ich es hier anschließe. Darf nicht vergessen, ich muss den Schlamm dann auch abtransportieren. Ich könnte höchstens danach gleich aus dem wieder Gas machen. Aber dann ist es hier wieder blöd. Ich würde es gerne nach da oben irgendwie verschieben. Also es ist jetzt gerade echt blöd, weil... Ah ne, ich habe hier sogar noch einen Bagger stehen. Oh, okay. So. Also, ich bin viel am Überlegen gewesen. Ich habe das heute mal eine Zeit laufen lassen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wie gesagt, mir hat wieder Rose Service relativ viele Sachen geschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das alles noch umsetzen können. Die Zeit läuft wie blöd. Und sagen wir mal, meine nächsten Sachen, die ich unbedingt aufnehmen will, kommen in Kürze. Also das ist echt Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. Ich habe echt gedacht, dass ich mehr schaffe, aber das Spiel ist halt echt overkomplex. Ich glaube, da kann mir Rose Service zustimmen, dass einfach diese Komplexität für ein Standardspiel jetzt nicht normal ist. Was bedeutet auch wiederum für mich, das hört sich irgendwie auch so an wie Entschuldigung. Für mich, wir sind jetzt bei Folge wie viel mittlerweile? Ich glaube, das ist jetzt Folge 54, die ich jetzt hier gerade aufnehme. Die letzte war 53. Wir sind auch schon bei über 50 Folgen. Wenn wir jetzt da mal ganz simpel, einfach nur just for fun, warte, ich nehme mal schnell meinen Rechner in die Hand, sagen, wir haben, das ist die 45. Folge. Ich sage jetzt mal einfach 18 Minuten. 45 Folgen mal 18 Minuten macht 972 Minuten Aufnahme. Und das jetzt durch 60. Hoppala, jetzt habe ich ein Prozent. 5, 4 mal 18. Das ist eh schon untertrieben, weil ich nehme eigentlich immer aus Versehen mehr auf, wie meine geplanten 15 Minuten. Das sind 972 Minuten. Das jetzt durch 60. Für Stunden sind es 16 Stunden, die ich an dem Spiel schon wieder spiele. Ist nicht viel für Leute, aber ihr dürft nicht vergessen, ich mache gleichzeitig ein anderes Projekt. Bedeutet, das sind pro Woche sind das jetzt wie viel? Ja, ist in der Woche nicht viel, sind 3 Stunden. Nee, nicht mal. Quatsch, das war davor mit dem anderen Aufnahmemethode. 2,5, nee, ich bin dumm, 1,5 Stunden. Aber ihr müsst überlegen, ich habe Arbeit, bin leider da auch mega im Stress aktuell. Und
natürlich das ganze Schneiden, Rendern, ja, das Rendern macht die Maschine selber, alles zieht alles Zeit. Und natürlich habe ich Familie, ich habe Freundin. Das ist leider so nebenher nicht immer einfach getan. Ich würde gerne viel verändern, das muss ich sagen. Ich würde gerne mehr aufnehmen, mehr cutten und alles drum und dran. Ich bin nicht aber der große Cutter. Das ist wieder die andere Sache. Ich kann nicht cutten. Das ist eine Katastrophe mit mir. Also ich vor allem nicht meine eigenen Videos. Jetzt quassel ich euch hier wieder voll über Blödsinn, den euch gar nicht interessiert. Aber einfach mal so, damit ihr wisst, was in meinen Gedanken immer hinten abgeht. Aber es ist halt echt so. Ich würde oft gerne viel... What? Okay? Viel mehr machen. Kann's aber nicht mal. Also ich würde zum Beispiel viel lieber sowas wie jetzt hier Captain of Industries zweimal die Woche bringen, drei Serien machen und dafür mehr gecuttet. Aber ich würde halt dann für eine Folge eine Stunde aufnehmen oder eineinhalb und das runter reduzieren auf 20 Minuten. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, wie. Ich wüsste nicht, wie. Und das ist halt die Sache, die mich immer so ein bisschen traurig macht. Ich würde gern viel mehr aus meinem Kanal machen. Ich wollte auch schon mal einen englischen Kanal starten noch dazu. Das war in meiner großen Motivationszeit, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann Englisch. Ist ja dann auch alles wieder schon so ein bisschen gekippt. Aber ja, es ist leider so. Jetzt habt ihr wieder gehört, was bei mir so alles abgeht. Vielleicht versteht ihr dann, warum manche Sachen so sind, wie sind. Vor allem bei solchen Projekten hier, das ist halt natürlich ewig aufwendig. Baggert ihr jetzt hier endlich ab? Das wäre mega cool, wenn wir das hier abbaggern könnten und dann die nächste Stufe einbauen können. So, okay, aber zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Wir müssen schauen, dass dieses Abwassersystem hier läuft. Die Frage ist jetzt wirklich, lohnt sich das, den Track umzudrehen? Und zu sagen, man macht hier einen Sohle-Anschluss hin? Also, dass ich sage, zum Beispiel... Es gibt hier leider nicht einen Planungsmodus gleich wie im Erdplatz. Doch, gibt es sogar. Warte mal, whatever. Planungsmodus. Planungsmodus, ein unsichtbarer Schaltmodus. Ah. Ich habe den noch nie verwendet. Ich wusste, dass es den aber gleich gibt. So, wir brauchen die Wasseraufbereitung. Die würde ich dann hier relativ nah platzieren. So. Die Frage ist, platziere ich das hier drüber? Dann habe ich hier keinen Platz mehr, ne? Also der wirklich einzige Platz ist hier, direkt dran. Ein bisschen Abstand hin. So. Dann. Müssen wir Elektrolyse betreiben. Beziehungsweise wir wollen erstmal eine Siedesaline. Siedesaline. Du brauchst kein Salz, ne? Du brauchst nur Meerwasser. Wie schaut das bei dir aus? Ist die günstigere Variante. Ich glaube, die sollte komplett ausreichen für unsere Projekte. So. Gut, dann kommt das Elektrolysegerät. Was ich einfach, weil ich es kann. Warte mal, kann ich das umplatzieren jetzt einfach noch? Das wäre mega cool. Nee, kann ich nicht. Weg damit. So. Wo war es denn? Saline. Mehr Wasser da rein. Dann hinten dran. Elektrolysegerät. So, was war denn jetzt? Was für ein Anschluss? Okay. Gut. Wenn ich dich auf Chlor einstelle, dann kommt aus beiden Chlor raus. Perfekt. So. Und das Wasser soll dann hier angeschlossen werden. Dann brauchen wir noch einen Sand.
Gerät. Das ist jetzt mega doof, was ich hier eigentlich mache, ne? Das ist eigentlich mega doof, aber scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Also. Und dann brauchen wir für Schüttgut den Anschluss. So. Und zurück kommt ja dann der Schlamm. Wie gesagt, es kann gut sein, dass das alles... Nein, hier will ich kein so großes Schüttgutlager haben. Nee, hier passt das leider auch nicht hin. So. Da kann ja der Schlamm rein, ne? Richtig. So. Da ist eine Tür zugefallen. Hoppala. Das hat geknallt gerade. So, okay. Dann hätten wir die neue Produktion. Rein theoretisch. Das könnte mega schief laufen. Das könnte so schief laufen. Genauso brauchen wir dann unten für Wasser eine Wasserpumpe. Die Frage ist, passt die denn überhaupt hier hin? Okay, ich kann ja das gleich einfach bauen. So, warte mal, wie mache ich denn das jetzt? Ah, das ist sozusagen alles pausiert einfach. Jetzt ist das alles im Baumodus. Okay. Du kriegst von mir Sand, wie auch immer der auf die Idee jetzt kam. Und du kriegst von mir den Schlamm. Gut, die Eisenproduktion übertreibt schon wieder. Okay, Leute, wir reduzieren euch mal. Wir gehen jetzt dann mal kurz einfach nochmal ein bisschen mehr hier rein. Jetzt erhöhen wir kurz mal die Geschwindigkeit. Ein bisschen. Schauen wir mal, jetzt sollte sich das nicht langsam rückstauen. Ja, perfekt, schauen. Genau das haben wir gebraucht. Diesen Rückstau, der sich jetzt dann ansammelt. Und dann wird sich auch wieder Kupferplatten lagern und. Ich muss alles natürlich ein bisschen mehr zentralisieren. Das hat auch No Service geschrieben. Ich hoffe immer noch, dass ich das alles richtig ausspreche. Aber wir haben ja hier unten jetzt aktuell den meisten Shit. Shittily Dizzle. Und vieles muss halt eigentlich woanders hin, ne? Bedeutet, vielleicht ist es gar nicht schlau, wenn wir in Zukunft... Hier schauen wir, dass wir das ausbauen. Hier bis hier vorne. Wirklich eine schöne große Plattform errichten. Und darauf dann Öl auch produzieren, damit wir alles wirklich kombiniert haben. Meine Idee, das hier abtragen und einfach hier ausschütten sozusagen. Dafür bräuchte ich aber das Team, was aktuell sich an der Kohlemine noch sozusagen dran vergeht. Und die hier sozusagen das freiräumen. Ja, die müssen sich hier gerade darum kümmern, dass wir hier die Kohlemine in Zukunft gut verwenden können. Dafür sind sie da. Das haben wir hier viel zu viel in Kohle gesetzt, John. Dann kriegt ihr dafür noch die Leute dazu. Das sollte passen vom Service her. Jetzt sollte der andere Bagger von der anderen Seite reingehen. Was hast denn du dabei, dass du Kohle? Ah, wir haben nicht genug Kohlespeicher. Das ist ungut. Ja, ist natürlich blöd, wir tun jetzt rein theoretisch an der Kohle abgraben. Bedeutet, wir werden Kohlelager benötigen. Wie schaut es mit dem Lager hier aus aktuell? Ja, es füllt sich langsam. Langsam, aber stetig wird das Ganze funktionieren. Hoffe ich. So, wie schaut es hier aus? Okay, du kriegst von mir dann die Sohle rein, bla bla bla. Du kriegst von mir das. Gut, und jetzt wird es
ist der große Moment da. Wir müssen... Das wird jetzt richtig eklig. Das müssen wir super schnell machen. Schnell entfernen. Blöd, aber scheiß drauf. So, okay. Wie viel hast du noch drin? Mach leer! Jetzt werden die da nicht alle gleich krank und sauer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Komm, mach das Ding leer! Leer, schneller. Produkt entfernen. Der Rest braucht ja auch seine Zeit, um das alles durchzuarbeiten. Okay, jetzt abreißen. Hier Richtung ändern. Dich auf Schnellabriss. Okay. Wasser, Wasserpumpe. Ich hab's vermutet. Terrento. Ah, wir brauchen die große Pumpe dann wahrscheinlich. Für die ist das Terrain too low. Okay, weißt du was? Dann machen wir es schnell so. Ist mir alles wurscht. Hauptsache es funktioniert jetzt dann schnell. Komm, Pump. Jetzt kommt hier Meereswasser durch, gut. Ich hoffe, das eine reicht. Wie viel Durchsatz macht die Promenade? 160. 160, das sollte ja rein theoretisch reichen. Ja, eigentlich sollte es reichen. Muss nur noch das Wasser hier reinkommen. Das ist noch nicht genug angekommen. What? Jetzt hat. Er macht es in 40 Sekunden. Okay. Ja, wir staunen gerade halt. Das ist gerade echt ungut. Ich hoffe, dass es kurz das schafft. Okay, jetzt geht's raus. Vielleicht wäre es schlau, hier ein Lager einzubauen, damit wir einfach einen Zwischenstep haben. So, Chlor geht jetzt hier rein. Da müsste ich eigentlich einen Verteiler dementsprechend einbauen, der sagt, hey, alles was hier rauskommt, wird als erstes verwendet. So, jetzt wird hier Schlamm angesammelt. Oh, das geht schnell. Holy shit. Okay, dann müssen wir uns jetzt um den Schlamm kümmern. Ah, scheiße. Entschuldigung, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, wir lassen es bei der Folge jetzt schon mal schnell dabei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.